Rockantenne. Das Album der Woche. Das Album der Woche. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, unser Album der Woche diese Woche kommt von den New Roses und heißt One More for the Road. Ja, und wer könnt ihr uns besser über dieses Album erzählen als der Frontmann der New Roses himself, Timmy Ruff, hier bei uns im Studio als Gast. Timmy, gutes Ding geworden, oder? Ja, also Album der Woche bei Rockantenne, das spricht doch für sich selbst. Da freuen wir uns natürlich drüber, mächtig sogar. Das ist unser neues Ding, One More for the Road, quasi geschrieben from the road, for the road. Die ersten sind sogar in einem wunderschönen, dezenten, bescheidenen Gold gehalten. 14 Songs sind drauf und jetzt ist das Ding draußen und ich hoffe, ihr hört es euch alle an, damit wir uns spätestens zum Beispiel am 3.11. hier in München im Backstage Club wiedersehen und das ganze Ding zusammen durchsingen. Und wenn ihr einen ersten Höreindruck gewinnen wollt, den gibt's jetzt. Das ist einfach gestandener Hard Rock made in Germany und das braucht wirklich international keine Vergleiche zu scheuen. Die New Roses sind, auch wenn du jetzt neben mir stehst, tatsächlich auf Augenhöhe mit allem, was da draußen so keucht und fleucht. Und ja, es ist eigentlich angerichtet für die Bundesliga hier in Deutschland. Champions League dann praktisch nächstes Jahr. Ja, so wir sind bereit. Wir sind bereit. Und wir freuen uns. Wir gehören die letzten Worte hier beim Album der Woche. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Ehre, das Album der Woche zu sein. Ja, wir freuen uns, euch alle hier in München zu sehen am 3.11. Und dich sehen wir auch. Vermutlich, ja, ja, auf ein Bier, helles, oder? Ja, genau, genau, ja, das dachte ich schon. Alles klar, der König. Leg einfach die Bierfährte genau so Richtung. Ja, auf jeden Fall, also vielen Dank für die Einladung und lasst es euch schmecken quasi. Unser Album der Woche hier auf Rockantenne. One More for the Road, von und mit den New Roses. Rockantenne, der beste Rock nonstop.